Bruchsteinwerk Mittweida. Hier wird der Mittweider Granit gewonnen. Gestein 350 Millionen Jahre alt. Und wir dürfen also heute das Material abbauen. Bauen das Material aus dem Berg heraus ab mit Bohren und Sprengen. Das heißt, es werden zuerst Bohrlöcher über die gesamte Sohle abgebohrt. Danach wird es mit Sprengstoff gefüllt und die Sprengung wird abgetan. Als nächster Arbeitsschritt kommen die Bagger ins Spiel. Dort werden also die Rohblöcke, die für die Pflastersteinherstellung geeignet sind, raussortiert, dann auf große SKWs verladen und mit diesen SKWs zum nächsten Arbeitsschritt zum Spaltplatz geliefert. Dort am Spaltplatz werden die Rohblöcke dann manuell weiterverarbeitet, werden also abgebohrt nach gewissen Maßen und Richtlinien, wird in der Maßhaltigkeit hergestellt für den nächsten Bearbeitungsschritt. Und der nächste Bearbeitungsschritt ist dann das Spalten mit Spaltpressen. Dort haben wir eine Spaltkraft von 100 Tonnen. Das heißt, wir haben ein Ober- und ein Untermesser und mit dieser Spaltkraft wird dann der Stein weiter zugerichtet auf ein Vorprodukt für die Großpflastersteine für die Ochlitzer Straße. Von dort aus, wenn das Material vorgespalten ist, geht es in die Sägerei. Und in der Sägerei wird dann die endgültige Maßhaltigkeit hergestellt. Es sind also nochmal drei Sägeschritte vonnöten, die Deckfläche und die beiden Flanken. Das Material wird dort bearbeitet, auf Maß gebracht und der finale Schritt ist dann das Flammen. Das heißt, es wird mit Gas und Sauerstoff gemischt, eine Temperatur erzielt und dann wird da drüber geflammt und durch diesen Temperaturschock wird oben die oberste Schicht platzt ab. Man erhält eine Anfangsrauigkeit, damit die Trittfestigkeit für die Zukunft gewährleistet ist und damit ist der gesamte Produktionsprozess dann beendet.